Was geht ab, Leute? Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr alle drei Formen von Volverog bekommen könnt, beziehungsweise auch was ihr beachten müsst bei der Entwicklung etc. pp. Von Volverog gibt es ja die Tagform, die Nachtform und die Zwielichtform. Bei der Zwielichtform ist das Ding nur Wuffels, heißt die Vorentwicklung? Ja, Wuffels mit der Fähigkeit Tempomacher können sich in diese Zwielichtform entwickeln. Allerdings nicht in die anderen beiden Formen. Bis jetzt konnte man Wuffels mit Tempomacher nur per Event aus Ultrasonne, Ultramond bekommen. Allerdings gibt es einen Spot auf der Insel der Rüstung, wo ihr das Wuffels mit Tempomacher bekommen könnt oder auch Volverog in der Zwielichtform. Zeige ich euch gleich. Erstmal kommen wir dazu, was man eigentlich beachten muss. Also, ich habe meine drei Testhunde hier. Einmal Wuffels ohne Tempomacher und ein Wuffels mit Tempomacher. Die beiden können sich in die Tag- bzw. Nachtform entwickeln. Einzige, was man beachten muss, ist die Uhrzeit. Bei der Tagesform muss es ja tagsüber sein. Ich habe jetzt hier eingestellt, wieso habe ich hier 11.07. Achso, noch von Turtok-Video, genau. Ja, macht einfach 12 Uhr. 12 Uhr ist eine gute Zeit. 18.06.2020, 12 Uhr, jo, passt. Und dann würde ich sagen, geben wir dem Viech mal ein Sonderbonbon. So, jetzt entwickelt es sich in die Tagform. Sehr schön. Gut. Das zweite Wuffels entwickelt sich in die Nachtform, wenn es nachts ist. Sprich, wir machen mal 23 Uhr. Bam. Und geben den jetzt hier ebenfalls einen Sonderbonbon. Sehr schön. Das ist jetzt die Nachtform. Nein, du sollst nichts erlernen. Dankeschön. Kommen wir jetzt zur Zwielichtform. Hier muss es zwischen 19 Uhr und 19.59 Uhr sein. Hier machen wir 19.03 Uhr. Und ja. Hat sich das geändert? Ja, sieht gut aus. Also 19.03 Uhr und das Wuffels mit der Fähigkeit Tempomacher bekommt das Sonderbonbon. Und es entwickelt sich in die Zwielichtform. Sehr schön. Nennenswert ist auch die Tatsache, dass Volverog mit dieser Fähigkeit Tempomacher, obwohl es halt nur eine Eventfähigkeit bis heute war, kann weitergezüchtet werden, möchte ich damit sagen. Also dieses Volverog kann weitergezüchtet werden. Und falls ihr das nicht habt, und heilige Scheiße, hört man die Feuerwehr, ich glaube, die haben mich. So, falls ihr das allerdings nicht habt, dieses Event, gibt es einen Spot hier, wo ihr das triggern könnt. Wo ihr dieses Wuffels mit Tempomacher bekommen könnt oder schon direkt die Zwielicht von Volverog. Das ist nämlich dieses Nest hier. Neben dem Turm der Finsternis. Neben dem Unlichtturm jedenfalls. Hier spawnt das eben genannte Pokémon. Allerdings nur zu 5%. Ich verlinke euch auch die Quelle, von der ich diese Information habe. 5% ist die Chance, das zu bekommen. Ansonsten bin ich fertig mit dem Video. Wenn es euch geholfen hat, lasst eine positive Bewertung da oder schaut auf Twitch vorbei. Dort streame ich regelmäßig etc. pp. Ich möchte euch nicht länger aufhalten. Haut darin. Guft dahin.